Ja, meine Damen und Herren, jetzt bin ich erstmal von mir selbst hier etwas erschlagen, muss sozusagen an diese Leidenschaft hier anknüpfen in diesem schönen Kursaal von Bad Cannstatt, wo ich Sie ganz herzlich begrüßen darf im Namen des Landesvorstands auch und willkommen heißen zu dieser ersten Großveranstaltung im Landtagswahlkampf von Baden-Württemberg 2021. Zwar unter Corona-Bedingungen nicht ganz voll der Saal, aber die AfD ist unverwüstlich. Wir lassen uns nicht abbringen von diesem demokratischen Brauch, dass man sich physisch zusammenfindet, wenn man über Politik, über seine Absichten in so einer Wahl informiert. Und wenn man sich gemeinsam vergewissert, was man vorhat für dieses Land. Und deswegen vielen Dank, dass Sie heute hier gekommen sind und dieses Präsenzprinzip auch in Corona-Zeiten unter erschwerten Bedingungen verteidigen, unter Hygieneauflagen. Man sieht, das funktioniert, wenn man es nur will. Und bevor ich jetzt in meiner Eigenschaft als Landesprogrammkoordinator in unserem Landesverband ein paar einleitende Worte zu unserem Wahlprogramm sagen werde, sozusagen als Vorspann zu den Rednern, zu den eigentlichen Kandidaten heute zu diesem Landtagsprogramm, wo ich federführend auch mitwirken durfte, zusammen mit unseren Fachausschüssen und mit der Fraktion, möchte ich doch auch auf ein aktuelles Ereignis zu sprechen kommen. Das nämlich zeigt, wie unser Wahlkampf auch noch auf andere Weise behindert wird durch den politischen Gegner und wie man versucht, seitens des politischen Gegners unsere Wahlchancen zu schmälern und uns zu diskreditieren als Partei. Und Sie ahnen schon, ich spreche natürlich von dieser Verkündung der sogenannten Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz als sogenannter Verdachtsfall für rechtsextreme Bestrebungen. Das ist durchgestochen worden an die Presse, nachdem das Verwaltungsgericht in Köln dem Verfassungsschutz jede Kommunikation über derartige Tätigkeiten untersagt hatte. Und der Verfassungsschutz hatte zugesagt. Und jetzt 10 Tage vor wichtigen Landtagswahlen findet also dieser durchsichtige Manipulationsversuch der Wähler statt tatsächlich. Und das ist an Dreistigkeit nicht zu übertreffen, meine Damen und Herren. Aber der Verfassungsschutz und unsere Gegner haben hier die Rechnung ohne das Gericht gemacht, ohne die Justiz, das nämlich heute untersagt hat, dem Verfassungsschutz unsere bürgerliche Rechtsstaatspartei AfD als Verdachtsfall zu beobachten. Und zwar, weil man, und ich zitiere jetzt hier, in unvertretbaren gegen Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz verstoßenderweise in die Chancengleichheit der politischen Parteien damit eingreift. Und weil alles dafür spricht, dass der Verfassungsschutz die Informationen tatsächlich an die Presse durchgestochen hat. Meine Damen und Herren, was ist das für ein Verfassungsschutz, der selbst gegen das Grundgesetz verstößt, gerichtlich festgestellt, der vollkommen instrumentalisiert wird gegen die einzige echte Opposition in diesem Land und dessen oberster Chef Mitglied der größten Regierungspartei CDU ist. Herr Seehofer, entlassen Sie Herrn Haldenwang aus seinem Amt und sorgen Sie für eine parteipolitische Unabhängigkeit und Objektivität dieser wichtigen Behörde. Und wenn Sie dazu nicht willens oder nicht imstande sind, dann nehmen Sie selbst Ihren Hut. Und wenn wir jetzt zu den Vorwürfen kommen, die uns da entgegengeworfen werden, rechtsextremistisch. Wenn etwas extrem ist an der AfD, dann unser Bekenntnis zum Rechtsstaat,
zur Freiheit und zur Demokratie, die wir verteidigen wie keine andere Partei in diesem Land. Ohne die großen Rechtsbrüche der Regierung, Euro-Rettung auf Kosten der deutschen Steuerzahler, Grenzöffnung 2015, die unserem Land so enormen Schaden zufügen, würde die AfD gar nicht existieren. Das ist unser Auftrag, uns gegen diese Art der Deutschlandabschaffung zu stemmen und mit allen demokratischen Mitteln. Und ich frage mich, wo war denn der Verfassungsschutz und wo ist er bei diesen Rechtsbrüchen? Damit wir uns nicht falsch verstehen, es gab auch Problemfälle in unserer Partei, wie in jeder jungen Partei, aber das sind einzelne, nicht ganze Gruppen oder gar Mehrheiten, und die meisten von ihnen wurden aus der Partei ausgeschlossen oder haben sie verlassen, gerade in Baden-Württemberg, muss ich die Namen jetzt hier nicht nennen, gegen andere laufen Ausschlussverfahren, aber nicht, weil wir dem Verfassungsschutz oder dem politischen Gegner zu Willen sind, sondern weil wir unsere eigenen Grundsätze und Leitlinien haben als bürgerliche Rechtsstaatspartei. Ein entsprechendes Verhalten fordern wir von unseren Mitgliedern ein. Dazu brauchen wir keine Gouvernantenaufsicht durch den Verfassungsschutz, meine Damen und Herren. Wir sind freie Bürger und keine unmündigen Kinder. Und Sie sehen schon in meiner Rede bisher, tauchen diese Motive aus unserem Motto für diesen Wahlkampf auf, für Recht und Freiheit. Und das ist nämlich genau das Problem in Deutschland und auch hier in Baden-Württemberg, dass die Bürger mehr und mehr nicht mehr als freie Bürger behandelt werden, als Erwachsene sozusagen, sondern bevormundet und gegängelt werden. Und jetzt ist es ja ganz schlimm geworden in der sogenannten Corona-Krise. Man hat uns allen Maulkörbe verpasst, im Konkreten, aber auch noch viel mehr im übertragenen Sinn. Kritik an dieser irrwitzigen Desasterpolitik der Regierung ist verboten. Man wird dann als Covidiot oder als Verschwörungstheoretiker abgestempelt. Eine Begründung im ZDF, also als da berichtet wurde über die VS-Beobachtung, war beispielsweise, dass einige unserer Vertreter an umstrittenen Anti-Corona-Demonstrationen teilgenommen hätten. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, liebe Staatsmedien, umstritten sein, um die Wahrheit demokratisch streiten, darum ringen, das ist nicht verboten, das ist das Wesen der Demokratie. Denn wo alle einer Meinung sind, da wird nicht nur meistens gelogen, da wird auch meistens autokratisch geherrscht. Und das genau ist der Zustand, auf den wir uns immer weiter zubewegen in diesem Land. Und wer das nicht will, der hat am 14. März nur eine Wahl, und das ist die Alternative für Deutschland, meine Damen und Herren. Und weil wir immer noch in einer Demokratie leben und nicht in einer Corona-Diktatur, lasse ich es mir auch nicht nehmen zu sagen, wir haben keine Corona-Krise in Deutschland und in Baden-Württemberg. Nicht das Virus ist schuld an dem Stillstand und den drohenden Insolvenzen, an der drohenden Arbeitslosigkeit und der Wohlstandsvernichtung. Wir haben eine Lockdown-Krise. Die Regierungen und die Regierenden sind schuld an dem Debakel. Schwarz-Rot in Berlin und Grün-Schwarz in Stuttgart mit ihrer falschen, panikgetriebenen Umgang mit dem Virus. Der wird zu einer nie dagewesenen Wirtschaftskrise und in deren Folge womöglich zu einer Staatskrise führen, wenn wir nicht rasch umsteuern. Und deshalb fordern wir als AfD ein sofortiges Ende des Lockdowns. Übrigens kommt das Wort Lockdown, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, im Angelsächsischen aus der Gefängnissprache, wo man die Gefangenen dann nicht mal mehr den Ausgang machen lässt. Das ist eigentlich Lockdown, ja. Natürlich, das wollen wir beenden, das ist eines freien Landes unwürdig, natürlich unter Hygieneauflagen, natürlich unter Schutz der Risikogruppen, der älteren, geschwächten Personen.
aber macht doch bitte um Himmels Willen die Geschäfte und die Gastronomie wieder auf mit Abstandsregeln, wirkt die Wirtschaft und Kultur nicht länger ab und lasst unsere Kinder wieder in die Schule, dass da eine Generation Corona heranwächst von deprimierten Kindern, die sich so mit Selbstmordgedanken herumschlagen. Das sind Kollateralschäden, die wir nicht in Kauf nehmen dürfen und die die Schäden durch das Virus bei weitem übertreffen, meine Damen und Herren. Und stattdessen aber, was macht denn Herr Kretschmann? In einer Videoschalte, es ist darüber berichtet worden, mit Wirtschaftsvertretern, die um Öffnungen gebeten haben, weil sie den Stillstand, eben diesen Wirtschaftsstillstand kaum noch stemmen können, droht er jetzt mit einem richtigen, sozusagen mit einem totalen Lockdown. Wie ein Lehrer, der ja einmal war, geht, behandelt er diese Wirtschaftsvertreter wie die Schuljungen und Schulmädchen. Herr Kretschmann, das sind Leute, die Steuern zahlen in diesem Land, die hier überhaupt einen Landeshaushalt inklusive ihrer üppigen Entschädigung ermöglichen. Sie sollten hier nicht drohen, sondern gut zuhören, sonst werden Sie nämlich bald überhaupt kein Geld mehr zu verteilen haben, wenn die Wirtschaft erst ruiniert ist. Die Wirtschaft als Partner behandeln, das ist eine Forderung aus unserem Wahlprogramm, eine Forderung an die Politik. Und gerade nach Corona ist es umso wichtiger, die Wirtschaft von Bürokratie zu befreien, die Steuern zu senken, Konjunkturprogramme aufzulegen und ein investitionsfreundliches Klima zu schaffen in Baden-Württemberg. Sie sehen, das ist unsere Form von Klimapolitik. Also weg von all diesen grün-rot-ideologischen Weltrettungszielen, die nachweislich am Weltklima nicht das Geringste ändern werden. Und zwar, weil der Anteil des CO2-Ausstoßes in Baden-Württemberg und selbst in ganz Deutschland gemessen am weltweiten viel zu gering ist, um überhaupt das Geringste weltweit bewirken zu können. Ja? Aber sehr wohl sind diese Klimarettungsziele dazu angetan, unsere heimische Wirtschaft massiv zu schädigen, unsere Arbeitsplätze und unsere Energiesicherheit zu gefährden. Man muss sich das mal vorstellen. Das grün-rote Narrenschiff von Franz Josef Strauß, von dem Franz Josef Strauß ja einst gesprochen hat und auf dem mittlerweile leider auch die Schwarzen aufgesprungen sind, führt einen regelrechten Vernichtungsfeldzug gegen das Herz der baden-württembergischen Wirtschaft, nämlich gegen die Automobilindustrie. Mit immer neuen Grenzwerten und Abgasnormen, die sie in Brüssel mitbeschließen und die gar nicht einzuhalten sind, weil sie völlig unrealistisch sind, weil sie an den physikalischen Gegebenheiten vorbeigehen, mit Fahrverboten und der Förderung einer Batterientechnologie, die wir dann nicht mehr exportieren werden, sondern die wir werden importieren müssen und die niemals funktionieren kann, weil so viel Strom für die Ladestationen, die es im Übrigen noch gar nicht existieren, überhaupt nicht produziert werden kann. Aber es stimmt ja auch, es soll ja auch gar nicht mehr jeder mit dem Auto fahren in Zukunft, so sagen uns das die grünen Bevormunder, sondern jede zweite Fahrt soll ja in Zukunft mit dem Fahrrad erfolgen, auf Fahrradschnellwegen zum Beispiel. Meine Damen und Herren, das ist eine Politik für weltfremde Studienrätinnen und Sozialarbeiter, die von der Altbauwohnung zum Bioladen vielleicht sich bewegen und wieder zurück mit dem Fahrrad. Nichts gegen Altbauwohnungen und Bioläden, ich kaufe dort selbst manchmal ganz gerne ein, aber es ist doch klar, dieser Wahnsinn muss ein Ende haben und deswegen sagen wir Ja zum Diesel, Ja zur baden-württembergischen Automobilindustrie. Und dasselbe ist ja auch genau mit der Energieversorgung der Fall. Wir schalten hierzulande funktionierende Kohle- und Kernkraftwerke ab, die zu den sichersten der Welt gehören, während unser Nachbar Frankreich die Laufzeiten für seine Kraftwerke gerade wieder, ich glaube um 50 Jahre, jedenfalls über eine lange Zeit verlängert hat, die weit weniger sicher sind, mit der Folge, dass unser Netz immer unsicherer wird wegen dieser volatilen Windenergie und wir den französischen Atomstrom dann auch immer öfter importieren müssen. Mit der Folge weiters,
dass unsere Kulturlandschaften zerstört werden durch die Windindustrieanlagen im windarmen Baden-Württemberg, besonders widersinnig und besonders tragisch für unsere schönen Landschaften. Und dass die Strompreise vor allem für die Bürger, die höchsten sind in ganz Europa, immer weiter durch die Decke gehen, wegen der Subventionierung der Erneuerbaren. Von der Gefahr eines großen Blackouts ganz zu schweigen, der große Stromausfall, der dann wirklich massive Schäden auf die Wirtschaft hätte und tatsächlich auch Menschenleben kosten würde. Der Irrweg der Energiewende muss daher gestoppt werden. Der gegenwärtige Energiemix ist beizubehalten. Wir müssen auch über neue Generationen von Kernkraft ernsthaft nachdenken. Die Vernunft vor allem muss zurückkehren in das Land der Tüftler und Ingenieure, und das tut sie nur noch mit der AfD. Warum sind die Bürger so anfällig, doch muss man leider konstatieren, für die ideologische Politik der Altparteien, getrieben ja von den Grünen? Das hat natürlich mit der Dauerpropaganda in den Medien zu tun, es hat aber auch mit dem Bildungssystem zu tun. Grün-rote und jetzt auch grün-schwarze Bildungspläne und Reformen unter ganz dicken Anführungszeichen haben Baden-Württemberg, früher Bildungsmusterländle, nicht nur weit zurückfallen lassen in allen Bildungsrankings, sondern unsere Schulen auch immer mehr zu Stätten ideologischer Indoktrination gemacht. Anders kann man das nicht sagen. Wo die richtige Gesinnung, Toleranz, Vielfalt, Gender und so weiter, mehr zählt als Leistung, Wissen und Können. Das wollen wir ändern. Wir wollen das bewährte dreigliedrige Schulsystem wiederherstellen mit verbindlicher Grundschulempfehlung, mit G9, damit jedes Kind nach seinen eigenen Talenten am besten gefördert wird. Schluss mit dem Irrweg der Gemeinschaftsschule und auch kein weiterer Ausbau der Ganztagsschule, weil wir nicht wollen, dass das Erziehungsrecht der Eltern schleichend mehr und mehr auf den Staat übergeht, der dann unsere Kinder indoktriniert. Den Hochschulen wollen wir echte Autonomie geben und auch sie von ideologischen Vorgaben bei der Mittelbewilligung befreien, Stichwort beispielsweise Gender Mainstreaming, damit es eben nicht mehr nötig ist, dass Wissenschaftler, wie jüngst geschehen, sich zusammenschließen müssen und ein Netzwerk für Wissenschaftsfreiheit gründen. Denn die Wissenschaftsfreiheit ist tatsächlich ernsthaft gefährdet in Deutschland und auch in Baden-Württemberg, und das haben Traditionsuniversitäten wie Heidelberg, Freiburg und Tübingen nicht verdient, meine Damen und Herren. Was würde sich denn ändern mit einem Bildungssystem, das auf Vernunft, Leistung und selbstständigem Denken begründet? Es gäbe dann vielleicht auch Fridays for Future, Demos, aber die jungen Leute würden nicht demonstrieren für das weitgehend imaginäre Ziel der Klimarettung, sondern gegen die ganz realen Bedrohungen, die ihre Zukunft gefährden. Zum Beispiel dafür, dass Gesetze und elementare Regeln eingehalten werden und dass Asyl nur den wirklich politisch Verfolgten gewährt wird und nicht jedem, der an der Grenze ohne Papiere aufschlägt und Asyl schreit. Und wenn wir sagen, dass wir diese Masseneinwanderung unter massivem Missbrauch der Asylgesetzgebung, die ja nicht zuletzt durch großzügigen Familiennachzug munter weitergeht, das darf man nicht vergessen, dass wir die nicht stemmen können und nicht stemmen wollen, dann hat das nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun, wie unsere Gegner glauben machen wollen, sondern schlicht und einfach mit staatsbürgerlicher Vernunft, meine Damen und Herren. Und wer eben randaliert, Schaufensterscheiben einschlägt, Polizisten angreift, wie geschehen in der Stuttgarter Krawallnacht im Juni letzten Jahres, das ist kein Schutzsuchender, vor dem brauchen wir Schutz. Der hat auch sein Gastrecht verwirkt und der muss in das Land zurückgeführt werden, wo er hergekommen ist, meine Damen und Herren. Wir haben auch für jene, die sich jetzt nicht zu Schulden haben kommen lassen, aber die eben ein Asylrecht nur auf Zeit genießen und nicht als Eintrittstor für eine Einwanderung hierzulande, ein Programm, das heißt, die Fraktion hat ein Programm ausgearbeitet, das nennt sich Fit for Return,
und macht Vorschläge, wie man also diese Menschen hier in Baden-Württemberg dazu ertüchtigen kann, dass sie also Handwerksberufe erlernen oder Ähnliches und damit in ihren Heimatländern auch leichter zu Arbeit kommen und damit einen Anreiz haben, sich auch wieder zurückzubegeben. Ich könnte noch sehr lange referieren, aber meine Zeit ist ja jetzt schon abgelaufen, also lange referieren über unser Wahlprogramm und über all das, was wir in Baden-Württemberg verändern wollen. Und es lässt sich aber zusammenfassen, ich habe die Zeit hier für nicht mehr, lässt sich doch zusammenfassen, Sie haben es auch schon gehört, da in dem Grundsatz, dass wir zurückkehren wollen zu den Tugenden, die unser schönes Land, ein Bundesland hier, stark gemacht haben, die es zu einem ja heute noch Nettozahler hinter den Bundesländern gemacht haben, ein Land, in dem die Wirtschaft floriert und der Motor sozusagen brummt, in dem Innovationen stattfinden, in der alte Bildungseinrichtungen sich befinden und die Studenten von nah und fern anziehen, das Land der Ingenieure, der Tüftler, der fleißigen und freundlichen Menschen. Und mit dieser positiven Vision, die, glaube ich, nur noch die AfD, nur noch die Alternative für Deutschland so fördert und vertritt, will ich hier schließen, mich bei Ihnen bedanken, nicht ohne nochmal dazu aufzurufen, am 14. März Ihr Kreuz an der richtigen Stelle zu machen. Und das ist bei der Alternative für Deutschland. Vielen Dank. Applaus